Jetzt muss ich einmal auf meine Cam wieder auf die andere Seite schieben. Auch wieder größer schieben. Nein, ich würde Herr der Ringe bitte nicht verlassen. So. Perfekt. Jetzt ist so lädt. Ja. Yeah. Aber ich bin echt gespannt. Ich bin auch auf die nächsten Gebiete gespannt. Also ich glaube, wir brauchen zwar noch ein bisschen, aber trotzdem. Ich habe jetzt übrigens mal ausprobiert, wenn ich in Instanzen reingehe, die unter meinem Level sind, also die, deren Quest unter meinem Level sind, wenn leider die, also ich selber werde nicht skaliert, aber die Gegner werden hochskaliert. Leider. Das heißt, wir müssten uns dann wirklich mal die Tage oder so, also wie gesagt, muss auch nicht im Stream sein. Würde ich dann halt auch zur Not im Nachhinein noch aufnehmen. Würde dann einfach hochladen. Aber dann mal. Zumindest, warte mal, wie hieß das Ding? Klage der Weidenwinde? Klage der Weide? Klage der Weide. Einmal machen. Das hier. So, eventuell. Hier dann auch mal schlafen. Viel Spaß noch. Danke, Mira. Und schön, dass du so lange dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle gute Nacht, einen schönen Wochenstart und bis die Tage. Müssen wir mal gucken, kriegen wir bestimmt in die Woche. Ja, einfach nur, damit das Ding mal aus von unserer Liste darunter ist. Weil ich befürchte, dass ich bald wieder in Queststau komme. Gehe ich zumindest mal ganz stark von aus. Moralsphärentrank, okay. So, Hallo, Belohnung. könnt ihr mir behilflich sein? Was kann ich für euch tun? Einmal, zweimal, Laden durchstöbern. Also, die Öhrchen kann ich jetzt einmal abmachen. Okay, das verkaufe ich mal nicht. Das auch alles nicht. Okay. Erstellen. So, aber eine kleine Felllieferung. So. Achso, und jetzt einmal Bank öffnen.
erst mal alles da reinpacken. Ich habe mich da übrigens immer noch nicht mit hingesetzt, ne? Muss ich eigentlich echt mal machen. So. Das packe ich auch erstmal beides damit rein. Genauso wie das Rost der hellen Schar. Das geht dann nochmal für einen anderen Schar drauf. Ich habe dir eben nur Helle geschickt. Falls du das, falls du das meinst. Nochmal. Das sind fünf. Oh nee, das mache ich. Ach so, mit Handwerk. Weil ich ja hier so viel Zwiebeln, Eier, Schinken. Ich glaube Schinken. Dann müsst ihr mich einmal hier ans Handwerk ansetzen. Weil da bin ich erstmal noch Geselle. Schlurper bin ich Virtuose mittlerweile. Muss ich nur noch Experte zu Ende machen. Und Goldschmied muss ich den Gesellen noch zu Ende machen. Deswegen der Koch, da muss ich unbedingt noch was machen. So. Danke, Dera, den werden wir haben. Dir, falls du noch was zockst, auch. Wenn nicht, dann dir eine gute Nacht. Zerstören. Und jetzt einmal wieder zurück dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Sonntags in Bre. Geht nichts. Alter, Alter. Lass mich raus aus dieser Stadt. Geh niemals sonntags nach Bre, das wird nichts. Ah, warte, ich muss einmal hier den. Oder. Der Echtermeister ist da vorne. Okay. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Räder nicht, Auenland auch nicht, Nordhöhn. Esteldin. Wofür gehen eigentlich meine Mithrimützen drauf? Jedes Mal, wenn ich mich einlogge, habe ich plötzlich weniger. Ich weiß doch nicht warum. Ich habe nichts davon gekauft. Für was gehen die Mithrimützen drauf, wenn ich nicht online bin? Muss ich das wissen? Ist das schlimm mit den Lexenbrä? Ja. Das ist echt schlimm. So, sind aber wieder hier angekommen. So.
unten sind auf jeden Fall Quests. Die wir als erstes machen. Die Musik hier erinnert mich so ein bisschen an die Musik aus dem Hobbit in Seestadt. Aber nur so ganz leicht. Wo sie da gerade in diese Seestadt reinfahren, dieses... Ich kann es so schlecht nachmachen. Dieses die, oder wie das geht. Ich bin musikalisch sowas von unbegabt. Wenn die Stelle nochmal kommt, sag ich Bescheid. Sofern sich außerhalb überhaupt kommt. Lass mich. Wie gerade nicht. Map muss ich jetzt mal nachladen hier. Gold. Was gibt's Besseres als Gold? Noch mehr Gold. Ja, stimmt, da ist tatsächlich noch gut. Gut. Davon kann man nie genug haben. Nee. Ich sowieso nicht in dem Spiel. Das Gute ist aber, ich habe bald genug für Sippenhaus zusammen. Ganz bald. Dauert nicht mehr lang. Sofern ich nicht nochmal Crafting-Material kaufe. Aber sonst habe ich es bald zusammen. Muss ich nur noch gucken, wo wir es dann hinsitzen. Ich glaube, man kann sogar irgend so ein Luxus-Sippenhaus kriegen. Irgendeine Benachrichtigung hatte ich da neulich. Das schaue ich dann mal. Einmal. Wenn es euch zu laut ist, dann sagt es bitte dann wieder. Ich habe irgendwie... Irgendwie ist es extrem leise, habe ich das Gefühl. Ich kann dann auch wieder runterdrehen. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, es ist so mega leise. Hallo, Gildor. Was benötigt ihr? Gut. Wichtig wird es dann ja sowieso erst, wenn gekämpft wird. Und ich dann weiß, ob ihr angeschrieben werdet oder nicht. Willkommen. Ich wünschte, ich könnte euch ein herzlicheres Willkommen bieten. Aber für die Elben sind dunkle Zeiten angebrochen. Der Schatten des Feindes ist länger geworden. Länger, als wir vielleicht erwartet hätten. Und die Elben von Lin-Gilead haben einen hohen Preis für ihre Selbstgefälligkeit bezahlt. Bleibt noch einen Moment. Dieser Rat von Esteldin. Ich wünschte, ich könnte so mir nichts, dir nichts daran teilnehmen. Aber das ist leider nicht so einfach. Viele meines Volkes sehen sich durch das, was hier vorgefallen ist, von Kummer und Wut überwältigt. Doch Lin-Gilead ist auch jetzt doch nicht sicher. Unsere Kundschafter haben erzählt, dass die Orks in Nandvatren vorhaben, schon bald gegen uns vorzugehen. Die Kundschafter berichten auch, dass die Orks von einem großen Uruk aus Angmar namens Drukkort geführt werden, der in den tiefsten Ausläufern von Nandvatren lagert. Wenn dieser Uruk bezwungen würde, dann wäre Lin-Gilead vielleicht sicher genug, so dass ich an eurem Rat teilnehmen könnte. Es ist eine schwere Aufgabe. Wenn ihr den Mut dazu habt, dann würde ich sie euch gerne übertragen. Der Uruk ist ein mächtiger Gegner und ihr solltet nicht versuchen, allein mit ihm fertig zu werden. Wenn es nötig ist, dann benutzt die Macht dieses Elbensteins, um eure innere Stärke zu finden, damit ihr dennoch siegen könnt. Okay.
Nennen wir drin. Ach, dafür müssten wir dann wieder einmal darum gehen. Ach, nö. Okay. Ja, gut. Weiß nicht, ob ich von hier aus da reinkomme. Ich werde mal schauen. In den Wettrennen war ich ja schon alleine. Die hier machen wir sogar schon gar nichts mehr, oder? Nee. Hier können wir jetzt mittlerweile einfach so durchreiten. Auch nice. Ganz am Anfang, wo wir noch in die Nordtüren reingekommen sind, da wurden wir hier noch angegriffen. Da gab es sogar noch eine Warnung. Tatsächlich habe ich gar kein Ziel gesehen. Großartig für heute. Außer Story machen. Ich möchte tatsächlich Hauptaugenmerk auf die Story legen heute. Aber ansonsten habe ich so jetzt erstmal keinen Plan. Also hier ist jetzt nichts passiert. Kein guter Ausruf des Machts des Elbstands. Habe ich das sogar schon gemacht? Okay, wahrscheinlich muss ich ja zum anderen Ziel. Wo und wie auch immer ich da hinkomme. Ich muss da irgendwie rüber. Ist aber auch cool, jetzt einfach mal hier so durchs Orklager zu reiten. Ohne dass mir was passiert. Ist auch mal nett. Na gut, konnte aber auch keiner an, dass man hier mit 35 reingeht. Ja, so ähnlich. So ähnlich. Orks haben heute keine Lust.
Der Magenverstimmung. Ja, da beneide ich ihn aber nicht drum. Die Magenverstimmung möchte ich nie haben. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. Guck, die eine Biene, die schnappen wir uns einmal. Pferdchen, der hin schau. Das sind ja furchtbare Geräusche. Ja, der muss höllische Schmerzen erlitten haben. Wirklich höllische. Was kann ich mir das nicht vorstellen? Ja, das war mein Easy-Ritt, ne? Gut, dass du dich in meine Hände gesetzt hast. Ja. Ja, ich konnte doch nicht mehr so weiterleihen lassen. Ich hab mir nicht mehr was gebrochen. Das ist ja lächerlich. Wie erbärmlich war denn der Sprung? Naja, okay. Dann nicht. Hallo, Tagepfleger. Genau das Ding. Das erinnert mich sehr an dem Hobbit, wenn man da nach Tal kommt. Genau die Stelle. Kann mich aber auch irren, aber sie klingt halt so ähnlich. Wo der Hobbit und die Zwerge da gerade auf dem See sind. Nee, war's Tal? Nee, Tal war's glaube ich nicht. Die Stadt auf. Oder die Stadt auf dem See da auf jeden Fall. Könnt ihr nachgucken. Seestadt. Es war Seestadt. Nicht Tal. Seestadt. Okay, es war Seestadt. Schande über mein Haupt. Verpieselt euch. Danke. Jetzt gibt's auch von den. Oh nö, nicht das auch noch. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir schwimmen, schwimmen, Was hast du heute gekauft? Eigentlich gar nichts. Wieso? Hm? Was hast du denn? Kann ich, was du hast. Ich frag für einen Freund. Ja, so die Standardantwort, ne? Man wollte irgendwas wissen, was einem eigentlich irgendwo sogar peinlich war. Denn ich frag für einen Freund. Die Ausrede geht heute noch, aber heutzutage weiß jeder, was gemeint ist. Wenn man sagt, man fragt für einen Freund, wollte ich auch mal nutzen. Ach ja. Mach ich jetzt auch mal aus hier. Jetzt, wo die Öhrchen weg sind.
kann ich auch wieder. So. Typisch Frau mit Haaren. Ätzend. Sitzt alles nicht wie soll. Wir haben den Grundstein der Feste Arudin, wie auch immer, gefunden. Okay. Nett. Echt nett. Okay. Ich weiß, ich finde diese Holzbiene so süß. Weiß nicht, die Holzbiene, die hat was. Die ist schnuckelig. Was mache ich denn jetzt? Ich kann hier nirgendwo. Ne, okay. Dann geht's einmal zur Gildor zurück. Ich feiere es immer noch so, dass er hier drin vorkommt. Sie ist fucking riesig. Ich finde die so süß. Die ist so cute. In echt mag ich keine Bienen, ne? Also. Sofern sie mir nicht zu nahe kommen. Sobald sie bei mir auf dem Teller sitzen, mag ich sie nicht. Aber ist das die süß? Ich verstehe nur, ich kann nicht nachvollziehen, dass da so ein Schlitz bei den Bienen ist. Genauso wie bei den Wespen. Wie kann man so leben? Wie geht das? Das erschließt sich mir nicht, wie das funktionieren soll. Genauso wie eine Spinne mit ihrem 8 Beinchen. Ganz ehrlich, hätte ich 8 Beine. Ich wüsste nicht, welches ich zuerst nach vorne setzen sollte. Ich würde über meine eigenen Beine stolpern. Eine Spinne fällt die Treppe runter. Geil. Ja, die Farbe ist geil. Ich liebe Blau. Ich liebe Blau auch. Nicht nur, wobei, nee, den Zustand meine ich nicht. Nein. Nein. Der Zustand ist nicht geil. Aber die Farbe ist geil. Ich weiß halt, es stimmt irgendwas nicht mit mir. Ich weiß es. Ich weiß es doch. Heute bin ich irgendwie unzufrieden mit meinen Haaren. Ich kann sie hinlegen, wie ich will. Hi. Megowanne. Ah, ihr habt es geschafft. Wir haben das Wehklagen der Orks bis hierhin gehört. Ihr habt dafür gesorgt, dass Lynn Gilead wieder sicherer ist. Und dafür danke ich euch. Ja, sehr gern. Deine Ausrüstung brauche ich nicht. Ich habe bessere. Bleibt noch einen Moment. Schneid ab. Ich habe dir schon abgeschnitten. Abgeschnitten. Weiter will ich nicht. Weiter. Ich hatte schon kürzer und das steht mir nicht. Also noch kürzer steht mir wirklich nicht. Durch den Tod des Uruks Druckhort ist die Bedrohung durch die Orks erst einmal eingedämmt. Und ich kann am Rat von Esteldin teilnehmen. Ihr solltet halber Rat davon unterrichten, dass wir teilnehmen und schon in Kürze eintreffen werden. Euer mutiges Vorgehen kann sich als solide Grundlage für unsere Verteidigung erweisen. Jo. Den erstmal wieder zurück, Marsch. Steinmeister, Esteldin. Komm, leg los. Brauche mich nicht selber bewegen. Ich lasse andere für mich reiten. Inspiriert. Immer die Aufgaben der Inspiration zu erhalten. Okay. Egal. Egal, das hat man davon, wenn man automatisch Reise macht.
passiert. Juhu, angekommen. Mücke. Hau ab. Verpiss dich. Nee, verpissen. Du warst so eben weg. Hau ab. Ich weiß, wo die gleich landet. Ich weiß ganz genau, wo die Mücke gleich sitzt. Wenigstens höre ich das Surren nicht. Das Surren der ekelhaften Mücken. Was wollt ihr von mir? Ich gebe nie wieder deine Aufgabe ab. Mücke, ab jetzt. Wurde schon zerstochen. Noch mehr Blut möchte ich nicht abgeben. Das kann ich. Das muss die Mucke hier bei den Blutspender Ausweis und so weiter vorzeigen. Dass sie mir überhaupt Blut abzapfen dürfen. Ja. Was benötigt ihr? Das sind doppelt gute Nachrichten. Der Urdruckort ist tot und die Elben werden im Rat teilnehmen. So jetzt zur Blutbank gehen. Ja, ist so. Ich dachte gerade, ne? Das ist aber meine Holzbiene, die da gerade surrt. Und nicht die Mücke. Mücke! Also, jetzt ist aber... Da hinten, da ist Licht. Geh dahin, wo das Licht ist. Geh zum Licht und verpfeif dich. Das hat sie sehr gut gemacht, denn durch die Macht der Elben erhalten wir wichtige Verstärkung. Ich bin euch zu tiefstem Dank verpflichtet. Teil 1 von 3 aufruft an die Menschen. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Von all denen, die in den Nordtüren angegriffen wurden, sind es wahrscheinlich die Menschen in Schragen, die am meisten Schaden litten haben. Sie haben sich mutig gegen alle Ork-Angriffe gewehrt, aber sie haben schwere Verluste erlitten. Geh nicht ins Licht. Nein, tu es nicht. Doch, tu es. Tu es einfach. Und tu es schnell. Sie haben sich mutig gegen alle Ork-Angriffe gewehrt, aber sie haben schwere Verluste erlitten. Der Bürgermeister der Stadt, Ludwig Boskins, wurde vor kurzem getötet. Und so führt seine Tochter Nelly die Bewohner der Stadt nun an. Ich möchte euch bitten, nach Schragen zu gehen und mit Nelly zu sprechen. Wir brauchen ihre Führungsfähigkeiten im Rat. Ich muss es euch jetzt jedoch vorwarnen, obwohl ihre Leute aus einer Teilnahme am Rat den größten Nutzen ziehen würden, wird Nelly am schwierigsten zu überzeugen sein. Die fortwährenden Angriffen lassen sie an nichts anderes als die unmittelbare Bedrohung denken. Ah, hi, der Witzgei. Wann habe ich Urlaub? Wobei halt, das ist wahrscheinlich wie in Apple 14. Wir haben keinen Urlaub. Wir werden nie Urlaub haben. Ja, nach Schragen, ne? Habe ich mich hier schon umgedingselt? Ja, leider. Oh.
Was kann ich für euch tun? Ich bin zu voll, heute die ganze Zeit die W-Taste zu drücken. Hab keinen Bock, selbst zu reiten. Das sind jetzt locker 2 Minuten, die wir da durchreiten. Dann lass rein. Mappa, das klingt aber etwas... Ja, ich würde auch mal sagen, ne? Das klingt einfach sehr falsch. So minimal. Oh ja. Das kann sich ja so um Stunden handeln. Oh. Noch. Ach du Scheiße. Oh, in 3 Jahren sind wir angekommen. Ich will doch nur. Das Schlimmste ist, den Weg müssen wir auch noch zurückreiten. Wobei, nee, wir können. Stimmt, wir könnten uns teleportieren. Und was hast du so den ganzen Abend gemacht? Och, ich bin durch die Nordtüren geritten. Was? Wenn ich reite, wird es ja krabbeln. Ja, das dauert ja noch länger. Wie lange soll ich denn da krabbeln? Sag mal. Ja, wir sind da! Entschuldigung, es war vielleicht ein bisschen laut. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind im Schragen.
Ach, schön. Was schon da? Ja, schon. Schon ist gut. So. Hallo Nelly. Was kann ich für euch tun? Ein Rat von Esteldin? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen? Ist euch nicht bewusst, welchen Gefahren wir hier ausgesetzt sind? Dass wir fortwährend angegriffen werden? Diese Menschen im Osten, wenn sie sich wirklich Gedanken um Schragen machen, dann würden sie uns hier im Kampf gegen diese Orks beistehen. Wir hätten nicht so leiden müssen. Wir haben alles verloren. Alle verloren, die uns nahestanden. Nein, ich werde nicht zum Rat kommen und auch sonst nirgendwohin. Und ich werde mich auch nicht vom Gegenteil überzeugen lassen. Wenn ihr also nichts anderes vorzubringen habt, dann lasst mich nun. Ich muss mich um die Verteidigung der Stadt kümmern. Wir sind jetzt für diesen einen Text nach Schragen geritten, um jetzt den ganzen Weg wieder zurückzugehen. Warum bin ich nicht bei Tails geblieben? Geh nicht rein. Ich glaube, ich teleportiere mich. Das war mein Joker verspielt, aber ist mir egal. Will nie mehr. Ich streike. So. Habt ihr nun davon von eurer ewigen Raserei? Ja, keine Angst, mit mir ist alles in Ordnung heute. Hoffe ich. Bin ich beruhigt. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Gut, ihr seid wieder zurück. Es überrascht mich nicht, dass Nelly sich weigert, zum Rat zu kommen. Aber das ist jetzt nicht von Bedeutung. Ich habe erfahren, dass eine große Streitmacht von Orks auf Schragen marschiert. Die Menschen dort sind ein starkes Volk, aber ich fürchte, sie haben gegen die Orks und ihren Anführer keine Chance. Wir müssen ihnen helfen. Schön, dich mal wieder zu sehen. Komm, hör auf. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen Ah. erweisen? Die Orks, die uns früher angegriffen haben, gehörten dem Stamm der Takrib an. Der unstillbare Blutdurst dieses Stammes sorgt normalerweise dafür, dass sie sich ohne viele Gedanken einfach in den Kampf stürzen. Die Orks, die jetzt auf Schragen marschieren, scheinen dem wesentlich mächtigeren Stamm der Ungbrus anzugehören. Diese Krieger sind stärker und sie sehr viel besser ausgebildet. Die Leute in der Stadt werden nicht in der Lage sein, sie aufzuhalten. Ich würde ihnen ja einen Teil meiner Männer zu Hilfe schicken, aber meine Leute müssen sich derzeit um die Vorgänge im Osten kümmern. Wir beide könnten es jedoch noch rechtzeitig schaffen. Ihr habt schon viel für uns getan, aber ich bitte euch noch einmal um eure Hilfe in diesem Kampf. Stellt so viele Krieger wie möglich zusammen und kehrt dann zu mir zurück. Aber beeilt euch, Schreien bleibt nicht mehr viel Zeit. Es wird empfohlen, diese Instanz in einer Gefährtengruppe zu beschreiten. Wenn ihr euch entscheiden solltet, euch diese Herausforderung allein oder in einer kleinen Gefährtengruppe zu stellen, dann wird euch Inspiration helfen. Ja, da ich niemanden habe, mit dem ich diese Instanz machen kann, jo, gib ihm. Machen wir allein. Wir dürfen nicht trödeln. Ja. Seid ihr für den Kampf bereit, der euch bevorsteht? Es wird nicht einfach werden und wir brauchen alle Kämpfer, die ihr finden könnt. Seid ihr zum Aufbruch bereit? Ja, ich habe keine Kämpfer gefunden, aber komm, machen wir. Die kleine Stadt Schragen ist das einzige, was zwischen den Orks von Angmar und dem Breland im Süden liegt. Halbarad, Waldläufer des Nordens, schart Helden um sich, mit denen er ein drohendes Massaker in Schragen verhindern will. Die Orks sind schon fast hier. Kommt schnell mit mir. Wir müssen Fräulein Boskens klar machen, in welcher Gefahr sie sich befindet.
Oh, hi. Erschreckt mich doch nicht so, Madame. Aber ich schicke Frisur. Lisa, ich denke, wir wissen, wie wir mit den Orks umzugehen haben. Auch ohne Hilfe. Und kehrt ihr nicht nach Hause zurück. Wir werden mit dieser... Wie soll man das so schnell lesen? Ugh, okay, ich geb's auf. Ich geb's auf. Huch, wo wird der nächste hin? Ich dampfe. Ja, haha, auf zur Brücke. Ich sollte mich eigentlich auch bald mal anfangen, hier mit den Buffs loszulegen, aber egal. Und das kommt nur mehr, natürlich. Na, bisher geht's ja, ne? Die Instanz. Das Ende ist nah und es kommen noch mehr. Juhu! Monsterparty. Eieieiei. Das ist die Monsterparty. Eieieiei. Stimmt halt nicht mit mir. Und wer weiß, was noch kommt. Ja, eben. Aber bisher geht's. Ein schöner Eisbrand, euch Lieben. Pink fluffy unicorns that sing on rainbows. 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 Wie? Das war's schon? Jetzt ist mal die ganz große Frage. Und wofür braucht man da jetzt eine Gefährtengruppe?